Ich ziehe jetzt schnell meine Jacke und dann gehen wir direkt los. Ich habe schon Schuhe angezogen. Wir fahren jetzt zu ihrer Oma. Da ist halt so voll viel überschüssige Haut. Oh, wie sehe ich eigentlich aus? Action. Hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal zu einem Vlog. Ja, auf jeden Fall vlogge ich heute mal wieder einen Tag, weil ich euch auf Insta gefragt habe, was ihr sehen wollt und die meisten für Vlog abgestimmt haben. Und die andere Seite von der Abstimmung war dieses Wochenbett-Video, wo ich euch mal so ein bisschen so sage, was da wirklich abgeht. Das werde ich auf jeden Fall trotzdem auch machen, weil mir voll viele dann per DM geschrieben haben, voll schade, dass Vlog bei der Abstimmung gewonnen hat, weil es zwar viele interessiert und deswegen werde ich das auf jeden Fall trotzdem drehen. Wir sind gerade aufgewacht, alle. Pablo, Laia und ich. Und es ist, glaube ich, so ungefähr 8.30 Uhr. Heute kommt das, ich glaube, das letzte Mal die Hebamme. Auf jeden Fall kommt heute die Hebamme noch einmal. Die war jetzt seit 2 Wochen nicht mehr da. Wird sich nochmal Laia anschauen. Ich weiß nicht, aber es läuft eigentlich. Also, ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass sie kommt. Aber ich weiß nicht ganz genau. Laia geht's gut, mir geht's gut. Ich glaube, Wochenbett ist jetzt eigentlich auch langsam vorbei. Da sitzt er. Umbrückt die Kleine. Oh, wie sehe ich eigentlich aus? Achso, übrigens, weil ich gerade meine Haare so anschaue. Ich habe, glaube ich, bald einen Friseurtermin. Hab nämlich voll Bock. Habe schon mal eine Friseurin geschrieben. Ich will nämlich wieder ein bisschen, ich glaube, ein bisschen hellere Haare und lang. Aber ich will es nicht jetzt, weil jetzt macht es gar keinen Sinn, sondern erst so im Spätfrühling, Anfang Sommer, so April, Mai. Aber ich will es eigentlich jetzt schon, aber ich will halt, dass dann da meine Haare fresh sind. Wenn so das Wetter besser wird, man so Bilder machen kann und so. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, deswegen schreibe ich gleich mal vielleicht, um zu schauen, wann ich einen Termin ausmachen kann. Heute war die Nacht ein bisschen anstrengend, weil sie tagsüber fast die ganze Zeit gepennt hat, also wirklich die ganze Zeit. Und dann, ja, war sie halt dementsprechend nachts etwas aktiver. Aber nicht so schlimm. Sie will jetzt nachts immer weniger gestillt werden. Das ist gut für mich. Oh Gott, ich stelle mich mal kurz hier hin. Genau, mal gucken, ob sie jetzt anfängt zu schreien, wenn ich sitze. Weil sie will immer, dass man sie rumträgt und rumläuft und so. Jetzt ist aber okay, oder? Ist jetzt okay auf einmal? Ja, Vorführeffekt, beste Leben. Was steht heute sonst noch so an? Ich muss eine Kooperation drehen. Ja, eigentlich richte ich mein ganzes Leben gerade voll nach ihr. Und ich mache halt immer, wenn sie halt schläft oder wenn Pablo sich um sie kümmern kann oder ich kann halt gerade nichts irgendwie so richtig planen, weil wenn sie halt schläft, dann kann ich halt was machen. Dann muss ich halt aber entscheiden, ob ich in der Zeit, wo sie schläft, ob ich da auch schlafen will oder ob ich dann lieber aufräume oder putze oder mal was esse oder was koche oder arbeite. Und egal, was ich mache, ich bereue es eigentlich, weil wenn ich geschlafen habe, dann denke ich, oh, warum habe ich in der Zeit nicht aufgeräumt? Oder wenn ich aufgeräumt habe, denke ich, warum habe ich in der Zeit nicht geschlafen? Oder ich denke, warum habe ich jetzt nicht die Kooperation gemacht, die ich eigentlich machen musste? Aber das mache ich doch gerne. Das mache ich alles gerne. Sie ist so ein kleiner Knuffelpeter. Und ja, mal gucken, was heute sonst noch so ansteht und was gemacht werden kann. Ich habe übrigens eine About You-Kooperation, ist im Anfang März, glaube ich. Das heißt, folgt mir auf Insta, falls ihr es nicht tut. Da kommt dann ein cooler Haul, ein Try-on-Haul, meine Story, plus ein, ich habe den Code noch nicht, aber ihr werdet auch einen Code kriegen. Übrigens bin ich gerade, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen nicht so auf diesem YouTube-Film. Also irgendwie macht mir YouTube, also was heißt nicht mehr so Spaß, aber irgendwie ist es viel mehr Arbeit und ich habe das Gefühl, Insta kommt halt viel besser an, so meine Stories. Und es ist halt für mich irgendwie einfacher, gerade jetzt, weil ich ja voll wenig Zeit habe, fällt es mir viel schwerer, Videos zu drehen, die dann zu schneiden, bearbeiten und hochzuladen, weil Insta so quasi so irgendwie viel direkter ist. Findet ihr YouTube oder Insta besser? Also wo chillt ihr mehr? Habt ihr mehr? Verbringt ihr mehr Zeit auf Insta oder auf YouTube? Ich bin gerade, und es wundert mich voll, weil ich nicht mehr in der Schwangerschaft so aktiv war, wie jetzt nach der Schwangerschaft, wo ich eigentlich relativ, also eigentlich weniger Zeit habe. Aber ich bin eigentlich viel aktiv, also viel aktiver auf Insta. Und ihr seid auch mega aktiv. Also Insta ist gerade krank. Für meine Verhältnisse zumindest. Wir waren gestern beim Kinderarzt und da hat der Arzt sie nochmal gewogen und jetzt wiegt sie mittlerweile 4390 oder so. Alles in den Backen abgesetzt. Und jetzt ist unser Schlafzimmer eigentlich so ziemlich fertig endlich mal. Weil es sieht richtig, richtig schön aus. Soll ich mal versuchen, sie abzulegen?
um euch das Zimmer zu zeigen. Okay, nee, okay, ich zeig's euch später. So Leute, ich zeige euch jetzt das Zimmer. Ich habe sie nämlich jetzt ins Tragetuch gemacht. Und am Anfang hat sie ein bisschen geklängelt, aber jetzt ist sie ruhig und jetzt kann ich theoretisch auch. Also ich bin freihändig. Ich habe sie nämlich hier vorne reingepackt. Endlich unsere Vorhänge wieder aufgehängt. Und hier ist jetzt dieser geile Spiegel, den ich bestellt habe. Wie schön ist der? Und der hat einen Mangoholzrahmen. Ich lasse hier mal ein bisschen Licht rein, dass man es irgendwie ein bisschen besser sieht. Und hier ist mein Schminktisch. Ja, das ist das Zimmer. Und wenn man reinkommt, dann sieht das so aus. Der Teppich ist von Amazon. Der Spiegel ist, wie gesagt, von Maison du Monde oder wie das heißt. Die Vorhänge sind von Ikea. Bett ist von Ikea. Schreibtisch ist von Amazon. Die Behälter hier sind auch von Amazon. Und der Schrank ist auch von Ikea. Ganz normaler Pax-Schrank mit Spiegelschranktüren. Ich muss jetzt eine Pomelo-Story. Oh, ich habe so viele Voice-Cracks in letzter Zeit, Leute. Richtig unangenehm. So könnte ich mich theoretisch sogar schminken. Aber ich weiß nicht, ob es heute unnecessary ist. To be honest. Weil ganz ehrlich, oh, keine Ahnung, ich will mich nicht gehen lassen oder so, aber was, für was soll ich mich schminken, wenn ich nicht mal... Ich glaube, ich muss halt auch keine Kooperation drehen, deswegen beste Leben. So Leute, Pablo hat schon, also er hat eine Desenio-Kooperation. Und wir haben uns so Bilder ausgesucht und tauschen die jetzt mal aus. Und jetzt messen wir gerade. Servus. Und hängen das jetzt mal direkt auf. Wir haben für hier, für Essbereich neue Bilder und für da hinten Arbeitsecke. Und eins, glaube ich, fürs Schlafzimmer noch. Und mal gucken, wie das am Ende aussieht. Ich habe mich übrigens ein bisschen geschminkt und sie ins Tragetuch gesteckt. Deswegen ging das jetzt auch voll gut, weil ich beide Hände frei hatte. Viel, viel angenehmer und leichter, als sie die ganze Zeit so zu tragen. Und man hat halt die Hände frei. Mal gucken, was es dann so Neues gibt, gell? Ja, Leute. Ja. Ich habe sie jetzt angezogen. Ich ziehe jetzt schnell meine Jacke an, dann gehen wir direkt los. Ich habe schon Schuhe angezogen. Wir fahren jetzt zu ihrer Oma, also zu meiner Mama. Pablo ist gerade unterwegs. Das ist das erste Mal, dass ich sie selber einpacke und alles mache und selber runtertrage und mit Maxi-Cosi und Wickeltasche alles auf einmal. Aber ich schaffe das, weil ich bin jetzt eine Mutter und Mütter können sowas. Es ist alles gut. Also Leute, wir gehen jetzt los. Hi. Also, hi Leute, ich habe gestern gar nichts mehr gefilmt, außer als ich los bin, aber das war ja dann ein bisschen stressig. Keine Ahnung, auf jeden Fall war ich dann bei meiner Mama zu Hause, also bei ihrer Oma zu Hause. Und wir waren eigentlich auch relativ lange, sie war voll brav und oh, ich bin voll müde, die Nacht war hart, wieder mal, Alter. Sie wollte einfach gar nicht schlafen diese Nacht und jetzt ist sie richtig wach und frech und es ist... Nicht, seit 7 Uhr ist sie richtig wach, dass sie nicht mehr schläft. Oh Gott, ich habe hier irgendwas Komisches gedrückt jetzt. Ah, jetzt. Ich bin gestern übelst früh ins Bett gegangen. Also um 20 Uhr sind wir Richtung Bett gegangen und dann mussten wir sie aber schlafen bringen. Das hat irgendwie über 2 Stunden gebraucht und dann so um 22.30 Uhr konnte ich auch ungefähr einschlafen. Aber das Gute ist, dass wenn ich dann einmal morgens wach bin, ich meistens dann, egal wie die Nacht war, wach bin und nicht Mittagsschlaf brauche oder so richtig am Arsch bin, weil ich Sachen zu tun habe und ich dann nicht so müde werden kann, weil ich die ganze Zeit irgendwie was mache. Aber ja, oh Gott, jetzt ist richtig krankes Wetter. Wir gehen vielleicht jetzt spazieren und die ganze Woche soll ja richtig krasses Wetter sein und ich hoffe, es bleibt so. Es wäre so geil, wenn der Frühling jetzt schon kommt. Fragen sich vermutlich, wer ist denn alles dabei? Natürlich. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen gearbeitet, so gut es ging. Also ein paar Sachen vom Laptop gemacht. Es geht eigentlich voll gut, wenn ich sie im Tragetuch habe. Das ist so richtig so easy dann. Also ich konnte so sitzen und so meine E-Mails machen und so weiter. Pablo saugt jetzt, wie ihr hören könnt. Vielleicht hört man es auch nicht. Und deswegen bin ich kurz mit ihr im Schlafzimmer, damit sie nicht aufwacht. Und ich dachte mir, ich zeige euch vielleicht kurz mal meinen Bauch ein Update, weil viele von euch gefragt haben, wie mein Bauch jetzt nach der Geburt aussieht. Ich habe auf Insta immer so Updates gemacht, so Tag danach, 2 Tage danach und 6 Tage danach. Und 6 Tage danach sah es schon echt krass gut aus, ist voll zurückgegangen.
Jetzt ist aber, muss ich sagen, nicht mehr so viel passiert. Also mein Bauch ist schon krass zurückgegangen. Aber? Es ist so voll viel so Gewebe noch so übrig. Also es ist voll heißes Gewebe. Es ist halt noch so voll weich und nicht straff. Und das ist jetzt auch nicht mehr so wirklich zurückgegangen. Aber ich bin schon echt sehr, sehr zufrieden. Ich zeig's euch mal. Ups, jetzt habe ich das so gut. Also so sieht man wirklich fast, also eigentlich echt gar nichts mehr. Von der Seite. So ist jetzt von der Seite so. Und so ist von vorne. Von vielen haben auch gefragt, was der Strich ist. Ist dieser Schwangerschaftsstreifen. Dieser Linea Negra oder Nigra. Was in der Schwangerschaft entsteht, anscheinend nicht bei allen, bei manchen schwächer, bei manchen stärker. Und dauert auch jetzt, bis es weggeht, ist halt noch da. Aber man merkt halt so, dass der Bauch noch so voll, da ist halt so voll viel überschüssige Haut, die halt, ja, davor nicht da war oder halt davor straff war. Aber stört mich eigentlich echt gar nicht und ich bin echt zufrieden, wie es aussieht. Und ich könnte einfach mein Bauchnabelpiercing wieder reinmachen. Weil das Loch irgendwie nicht zugewachsen ist. Man sieht hier jetzt auch noch eine ganz leichte Wölbung. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt, damit ich das schneiden kann, weil das soll morgen direkt schon online kommen und ich weiß nicht, wie mein Zeitmanagement ist, weil ich alles noch ihr richte und wenn sie jetzt gerade schläft, werde ich jetzt die Zeit nutzen, um das Video jetzt zu schneiden, damit es dann pünktlich online kommt, weil sonst weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag mit einem neuen Video wieder. Ich versuche jetzt wirklich jeden Sonntag hochzuladen, wenigstens einmal die Woche. Und falls ihr mir noch nicht auf Insta folgt, folgt mir da. Da bin ich sehr aktiv und zwar jeden Tag. Also yes, wir sehen uns entweder auf Insta oder nächsten Sonntag hier wieder. See you, love you, bye. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss.